Wir kommen zu Professor Dr. Sören Schöbel. Herr Professor Schöbel hat an der TU München, kleine Rückkoppelung, hat an der TU München die Professur Landschaftsarchitektur regionaler Freiräume inne. Auch er hat an der TU Berlin Landschaftsplanung studiert. Herr Schöbel erforscht und lehrt das konzeptionelle, gestaltgebende Entwerfen von Freiraum und Landschaft als wissenschaftliche Methode. Eine seiner Schlüsselpublikationen hat den für uns hier wirklich aufschlussreichen Titel »Die Eleganz des Windrades, der Sinn der Landschaft« in der Zeitschrift des Verbandes der Architekten. Er setzt sich kritisch und pointiert mit einem stark geisteswissenschaftlich geprägten Landschaftsbegriff auseinander, glaube ich, auch wie ihn Herr Kirchhoff vertritt. Werden wir später noch sehen, ob hier eine Kontroverse ist. Okay, hören wir jetzt seinen Vortrag. Thema ist Windenergie und Landschaftsgestaltung. So, ja, danke schön. Sie haben gehört, also ich soll mich jetzt hier bevorzugt in der Nähe des Mikrofons aufhalten, deswegen kriege ich, glaube ich, sonst Schimpfe, wenn ich bin auch eigentlich jemand, der gerne ein bisschen rumläuft und auf Dinge hinweist, die auf den Bildern zu sehen sind. Also ich beschäftige mich jetzt seit 2005 mit der Frage der Landschaftsästhetik im Zusammenhang mit Windenergieanlagen, also schon lange vor Fukushima und auch aus der Berliner Perspektive, Berlin-brandenburgischen Perspektive, weil ich, wie gerade ja in der Einführung schon gesagt wurde, auch in Berlin studiert habe. Und dann war es zuerst etwas schwierig, dieses Thema überhaupt nach München oder nach Weihenstephan zu bringen, weil die Windenergieentwicklung bis 2011 eigentlich im Süden so gut wie nicht stattgefunden hat. Und das haben sich auch einige andere Bundesländer herausgenommen, ja, auch aus politischen Gründen, sich dieses Themas über ein Jahrzehnt länger zu enthalten, als es andere getan haben. Ja, unser gemeinsames Verständnis des Landschaftsbegriffes, das werden Sie jetzt in meinen Darstellungen auch vielleicht an einigen Stellen wiederentdecken, nämlich die Feststellung, dass Landschaft eben nicht etwas ist und die Schönheit auch von Windenergieanlagen in Landschaft, was allein dem subjektiven Urteil unterworfen wäre, sondern dass es durchaus so etwas gibt wie ein intersubjektives Verständnis, eine kulturelle Evolution auch, eine kulturelle Entwicklung. Das weiß man, wenn man in den Alpen lebt oder an den Alpen lebt, ganz besonders, weil die Alpen von Generationen vor uns noch als hässlich, bedrohlich, furchtbar empfunden wurden, dann jetzt seit etwa 200 Jahren als schön, als besuchenswert und in den letzten Jahren auch wieder ein neuer Wandel in unserem Verständnis, und zwar in unserem kollektiven, kulturellen Verständnis von den Alpen. Wir sehen sie heute sozusagen als bedroht an, als wir haben Mitleid mit den Alpen. Das müssen Sie mal einem Europäer vor 300 Jahren versuchen zu erklären, dass man mit den Alpen Mitleid haben könnte. Ja? Und trotzdem sehen wir, dass das also etwas ist, was uns alle vereint. Jetzt haben wir in unserer jeweiligen Zeit, jetzt haben wir also trotzdem einen ganz wesentlichen Unterschied zwischen dem, was Herr Kirchhoff Ihnen erklärt hat und dem, was ich Ihnen zeigen möchte. Und der liegt darin, dass wir einfach einen anderen Ausgang nehmen aus diesen Thesen zu der Frage, wie sich das Verhältnis von Gesellschaft und Landschaft entwickelt. Ich werde es an einer bestimmten Stelle versuchen zu zeigen und versuche auf die Art und Weise die Spannung etwas zu steigern. Ich will also nur ganz kurz auch eingehen auf die grundsätzliche Frage, wo befinden wir uns überhaupt? Also wie ist die Situation im Verhältnis zwischen Windenergie und Landschaftsentwicklung in Deutschland? Aber, und das hoffe ich, wird Ihnen auch ein wenig mehr einen zusätzlichen Einblick ermöglichen, dass das tatsächlich in anderen Ländern ganz anders gesehen wird als in Deutschland. Ich werde nach dieser Situationsbeschreibung eben vor allem aber zu der Konzeption kommen, in denen ich also in einigen Thesen versuchen werde zu zeigen, wie sich Windenergieanlagen und Landschaftsästhetik miteinander verbinden lassen. Ich brauche aber vorneweg immer noch einmal die Feststellung, das brauche ich zumindest ich glaube, das brauche ich hier auch, und ich brauche das aber vor allem im deutschen Süden, wenn ich mit meinen Studenten das Thema Energiewende und Landschaftsästhetik bearbeite, dann muss ich mit denen in die Lausitz fahren oder ins Ruhrgebiet, damit die sehen,
dass Energie immer Landschaft verändert hat. Und das ist übrigens auch nicht nur in Räumen, in denen der Braunkohlebagger unterwegs gewesen ist, der Fall, sondern es ist durchaus auch in allen großen Niederungslandschaften, so wie das David Blackburn beschrieben hat, der Fall, in denen also Torfabbau betrieben worden ist. Das sind Landschaften, Blackburn hat gesagt, wenn Sie mit jemandem von vor 250 Jahren heute unterwegs wären, der würde nicht glauben, dass er sich im gleichen Land befindet. Er würde es schlichtweg nicht wiedererkennen. Ja. Und trotzdem sind natürlich die dramatischen Veränderungen tatsächlich die des Braunkohletagebaus. Da haben wir auch eben gerade ein Beispiel gesehen. Und daneben aber eben auch aus meiner Sicht die auch als regenerative Energiequelle geltende Wasserkraft, die doch eben auch sehr tiefgreifend in bestehende Strukturen der Landschaft eingreift. Zwar nicht flächenmäßig, aber eben doch in die Dynamik von Gewässern und vor allem auch in die Wechselbeziehungen zwischen den Gewässern. Denken wir nur an den Geschiebetransport, an Thebium-Bisol-Eintiefung. Das geht also noch nicht mal nur um die Forellen oder die Lachswanderungsbewegungen in den Flüssen, sondern es geht tatsächlich um diese enge Verbindung. Ich betrachte das wie die Blutbahn im Körper, ja, die unsere Gewässer eben zu der umgebenden Landschaft eigentlich besitzen und die in Süddeutschland zumindest zu 95% bereits verändert, abgeschnitten ist. Das heißt also, wir sehen hier unten zum Beispiel den schönen Isar-Kanal. Da gehen im Moment zwischen München und Landshut 90%, 85%, hier ist er nur gerade in Reparatur gewesen, des Wassers durch. Und die entsprechenden Flussräume, die daneben liegen, werden mit sehr, sehr hohem Aufwand in einem einigermaßen ökologisch und auch ästhetisch tragbaren Zustand gehalten. Aber ich möchte nicht sagen, dass ich die Wasserkraftnutzung deswegen hier auf einer gleichen Stufe sehen kann wie die Windenergienutzung und die Solarenergie und mit Abstrichen auch der Biomasse, weil diese tatsächlich nicht tiefgehend in biologische, geologische Strukturen der Erde eingreifen. Sie verändern die Landschaft, ganz klar. Wir haben ästhetisch stark veränderte Landschaften, aber wir haben keine strukturell veränderten Landschaften durch erneuerbare Energien. Trotzdem, und das haben wir ja von Herrn Kirchhoff heute Morgen auch schon gehört, werden sie zu einem Zukunftsdiskurs. Die erneuerbaren Energien, nicht nur die Frage, ob wir sie brauchen und ob wir den Wechsel hinbekommen werden, sondern bezüglich der Frage, wie sie in unsere Landschaften hineinpassen, wird am leidenschaftlichsten im Moment gerade diskutiert. Man kann es mit diesen, und zwar aber extrem polarisiert, übrigens was die, was die Mehrheitsverhältnisse bei repräsentativen Umfragen angeht, relativ stabil, da sollte man sich ja immer wieder vor Augen führen, sie haben noch nie, zumindest seit der ganz frühen Atomkraft, Pro-Atomkraftbewegung vielleicht in den 50er Jahren, sie haben in all den Jahrzehnten seitdem nie wieder eine so große gesellschaftliche Zustimmung zu so einem gesellschaftlichen Projekt wie der Energiewende zu den erneuerbaren Energien hinweg gesehen, wie das im Moment gerade immer noch der Fall ist. Und da ich viel mit Windenergieprojektierern, mit Wissenschaftlern, die sich mit dieser Technologie vor allem beschäftigen, zu tun habe, sage ich denen auch immer wieder, das ist ein ungeheurer Vertrauensvorschuss, den dort die Bevölkerung gegenüber dieser neuen Technologie nach wie vor zum Ausdruck bringt. Und es geht darum, diesen auch seitens der Industrie sozusagen, die ja mit dahinter steckt, nicht zu verspielen. Das ist ein ganz, ganz wesentliches Element. Wir sehen also, wir haben Zustimmungsbereiche von wirklich 70%, 80%, 90% im Bereich der regenerativen Energien und wir haben kaum einen sogenannten NIMBY-Effekt, das heißt, dass die Leute, die in der Nähe Windenergieanlagen sich also entweder vorstellen können oder schon bereits welche haben, durchaus auch zustimmen. Nur deswegen konnte VW mit dieser Anzeigenkampagne, die hieß Das Auto, vor einigen Jahren eben, dass unsere heutige Generation, das hat jetzt so einen ganz leichten Knacks bekommen, ja, es geht nämlich um Blue Motion und es sind genau die Dieselfahrzeuge, an denen so ein bisschen gefingert, aber die Idee trotzdem, hier einer ganzen Generation im Grunde ihr Lebensgefühl zu vermitteln mit einem Bild und glauben Sie mir, eine Werbeanzeige einer Automarke, die irrt nicht. Die weiß, wie es die Leute erreicht. Ja. Und wir sehen hier unserer Generation den Begriff der, also 60er Jahre VW Bulli, ne? Dann der VW Golf, ich bin Generation Golf. Und die heutige Generation, eine Generation der Verantwortung. Erst wenn ein Auto Verantwortung übernimmt, ist es das Auto und im Hintergrund Windenergieanlagen. Und der Titel vom Spiegel, der ja so berühmt geworden ist mit der
in dem es übrigens im Artikel selber in keinem einzigen Absatz tatsächlich um Landschaftsästhetik ging. Trotz dieses reißerischen Titels. Ja. Sie können sich den ruhig nochmal raussuchen. Also es geht da drin nämlich tatsächlich nur um Subventionen und es geht überhaupt nicht um das Thema Landschaft. Es hat also auch in der Spiegelredaktion damals zu einem erheblichen Konflikt geführt und soweit ich weiß, hat danach der damalige Chefredakteur wegen dieses reißerischen Titels auch seinen Posten verloren. Also wir sehen aber auf jeden Fall, wir haben eine starke Polarisierung in der Debatte und ich will Ihnen das jetzt weil ich habe gedacht, da bin ich hier an der richtigen Stelle, im Moment auch nicht mehr ganz so gut gelitten, der Boris Palmer, weil er kürzlich was zu Flüchtlingen gesagt hat, was glaube ich in der grünen Szene nicht ganz so gut angekommen ist. Also die grüne Jugend hat ihm ja den Parteiausschluss, glaube ich, nahegelegt. Bleiben wir mal beim Thema der Energiewende. Also Boris Palmer hat nämlich witzigerweise in der Welt, etwas geschrieben. Er bezieht sich darin auf einen anderen Artikel, den ich Ihnen auch gleich zeigen werde. Und er sagt da drin aber, wer suggeriert, man könne durch klügere Planung die Windräder nur dort aufstellen, wo sie niemanden stören, es geht also hier um den Begriff der Störung, ich komme zum Schluss darauf zurück, verkennt entweder die Zahl der notwendigen Windkraftanlage oder die Größe der schützenswerten Flächen und sagt dann, das muss sich jetzt Thomas Kirchhoff natürlich gefallen lassen, diese Tatsachenfeststellung, dass es gar nicht möglich ist, schöne Landschaften von Windenergieanlagen zu verschonen, wenn wir die Energiewende tatsächlich voranbringen wollen. So, und Palmer bezog sich auf Dankwart Gurac, der in der Welt kurz vorher diesen Artikel geschrieben hatte, den er also im Grunde an den BUND und an die Grünen gerichtet hatte, indem er gesagt hat, warum machen die sich ausgerechnet stark dafür, unsere letzten schönen Landschaften und die Natur zu verraten und zu verkaufen. Und wir sehen darin das konservative Verständnis, das den deutschen Naturschutz und den deutschen Landschaftsschutz in den letzten Jahrzehnten prägt, das nämlich sagt, wir sind Industrieland, wir müssen so und so viel Fläche für eine intensive Nahrungsmittelproduktion und für Infrastrukturen bereithalten. Und wir geben im Grunde den Raum als Ganzen aus ästhetischer Sicht auf. Und wir lassen uns diese Aufgabe abkaufen durch die Schutzgebiete. Das heißt also, wir haben ein distinktives Verständnis in der deutschen Naturschutzszene, das sagt, 90%, 80%, wie auch immer, der Landschaft interessieren uns nicht weiter, da können wir sowieso nichts tun, aber unsere schönen Schutzgebiete, die sollen bitte unantastbar sein. Der Gurac hat hier im Grunde Ähnliches gefordert und hat dabei jemanden zitiert. Den er hier zitiert, ist der Peter Josef Lenné und das ist also sozusagen der Urvater aller Landschaftsarchitekten, zumindest die in Berlin studiert haben. Nicht der Landschaftsplaner, das muss man dazu sagen. Das ist ein Unterschied, der sich vielleicht auch noch in der Diskussion herausstellen wird. Ich weiß nicht genau, inwiefern sich Thomas Kirchhoff, obwohl wir ja sozusagen die gleiche Ausbildung genossen haben, auch eben als auf Lenné als Protagonisten mit dessen Grundhaltung gegenüber, nämlich der Veränderung von Raum, von Landschaft, auch identifiziert. Jedenfalls hat uns Gurac ausgerechnet den hier sozusagen zitiert. Wenn man sich aber das ansieht, wie Lenné, also 1840 in dem Plan für die Schmuck- und Grenzzüge für Berlin, da ging es darum, diese wachsende Stadt also irgendwie formal wieder in den Griff zu kriegen, also aus dieser Unordnung so etwas wieder wie einen schönen Städtebau zu machen. Da hat er das nicht gemacht, indem er also im konservativen Sinne gesagt hat, wir müssen das alles erhalten, wie es bleibt. Er hat auch nicht gesagt, wir müssen die alte Stadt genauso weiterbauen, die neue Stadt genauso wieder weiterbauen wie die alte Stadt, sondern er hat ganz einfach hingeschaut, ja, was brauchen wir denn für Infrastrukturen? Er hat geschaut, da sind heute nicht mehr so PC, aber das waren Aufmarschplätze, Kasernenareale, Gefängnisse, das waren Kanalsysteme, die man damals so. Er wusste noch nicht, dass die Eisenbahn eine große Rolle spielen würde, das hat er ein paar Jahre später erst gemerkt, deswegen ist sie hier nicht berücksichtigt. Aber er hat Infrastruktur hergenommen, um der Stadt mit ein sozusagen neues Bild zu geben, eine neue ästhetische Form zu geben und hat also dazu aber das, was die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt erwartet, gebraucht hat, eben einfach geschickt eingesetzt. So, jetzt damit also vielleicht, ich komme nachher nochmal auf den Palmer zurück,
beschrieben, wo der Unterschied besteht zwischen der Frage, ob man Landschaftsästhetik als einen Zukunftsdiskurs oder sozusagen als einen rückwärtsgerichteten Diskurs verstehen kann. Die nächste These kann ich ganz schnell machen, das ist eh klar, Windenergieanlagen lassen sich nicht verstecken, sie lassen sich zu bestehenden Strukturen in der Kulturlandschaft eigentlich in den Dimensionen kaum in Beziehung setzen. Sie lassen sich aber, und darum wird es in meinem zweiten Teil auch verstärkt gehen, zu den bestehenden Strukturen der Morphologie der Naturlandschaft durchaus in Beziehung setzen, weil diese in der Regel ausreichend Kraft beinhaltet, um auch 200 Meter große Anlagen in ihre bestehenden Strukturen sozusagen zu integrieren und aufzunehmen. So, und jetzt komme ich zu dem ganz großen Unterschied, den ich bezüglich der Frage dessen, was Guratsch fordert, also wir sollen im Grunde unsere Landschaftsschutzgebiete erhalten und die Windenergieanlagen noch in Gebiete tun, die, wie das Thomas Kirchhoff ja richtig als Begriff zitiert hat, vorbelastet sind. Ich hingegen habe ein planerisches, vielleicht auch ein berufsethisches Grundverständnis, dass ich genau in diesen Kategorien nicht planen und arbeiten darf. Ich beziehe mich damit einerseits auf die Europäische Landschaftskonvention, die sagt, dass Landschaft auch in Gebieten, die sozusagen hier als gewöhnlich bezeichnet werden, ein wichtiger Bestandteil für die Lebensqualität des Menschen sind. Ich behaupte sogar, in so einem dicht besiedelten Land wie unserem sind die sogar noch wichtiger, weil es nämlich die Alltagslandschaften sind, in denen wir uns Tag für Tag aufhalten und nicht natürlich die Landschaften sind, an die wir am Wochenende oder in den Ferien reisen können oder die wir in unseren Tourismusbroschüren vermarkten können. So, und Sie sehen an der Karte unten rechts, es sind zwei Länder bis auf Russland, zwei Länder, der in Europa dieser Europäischen Landschaftskonvention nicht beigetreten und wollen das auch nicht tun. Und eins davon ist Deutschland. Und zwar auf Druck, das ist auch leider etwas, was, wo auch, glaube ich, die Grüne Partei nicht verstanden hat, was der eigentliche Sinn dieser Konvention ist, denn sonst hätte sie sich diesen Druck aus der Naturschutzlobby, aus der deutschen Naturschutzplanungsszene sozusagen nicht gebeugt. Man behauptet nämlich, dass das Naturschutzgesetz in Deutschland so viel weiter ginge in seinen Regelungen als die Regelungen der Europäischen Landschaftskonvention, dass man der deswegen nicht beitreten müsse. Ich glaube vielmehr, dass man sich mit dem in Deutschland vorherrschenden distinktiven, wie ich das genannt habe, Landschaftsverständnis, dass wir nämlich eben auf der einen Seite die Bilderbuchlandschaften haben und dann den großen Rest, mit dem wir eigentlich machen können, was wir wollen, dass dieses distinktive Verständnis eben tatsächlich von der Europäischen Landschaftskonvention bestritten wird. Deswegen ist sie in Deutschland nicht verwaltungs- und politikfähig. Das ist schon bemerkenswert. Wir haben auf der anderen Seite aber auch in Deutschland ein Gesetz, was uns einen ganz klaren Auftrag gibt, der, meine ich jedenfalls, meiner Position die Legitimationsgrundlage bietet. Wir haben nämlich im Grundgesetz, wir haben auch in der bayerischen Verfassung und in den meisten anderen Länderverfassungen auch, und wir haben dann auch abgeleitet im Raumordnungsgesetz die klare Handlungsanweisung an Planer, dass wir ausgeglichene und nicht polarisierende Planungsmodelle zu verfolgen haben. Das heißt also, wir haben eine ausgeglichene Raumentwicklung zu betreiben. Und das gilt ausdrücklich auch für Umweltqualität. Und in dem Moment, wo ich sage, ich habe irgendwo eine Vorbelastung und da packe ich jetzt auch noch alle Windenergieanlagen, Solarfelder und so weiter rein und das andere lasse ich schön frei, diese Bilderbuchlandschaft, verstößt meiner Meinung nach, also nicht nur gegen die Europäische Landschaftskonvention, der wir ja nicht beigetreten sind, es verstößt aber eben auch gegen dieses Verfassungsprinzip und insbesondere gegen dieses Raumordnungsziel. Man sieht das tatsächlich an den gehandhabten, wie das mein alter Professor gesagt hat, an der geregelten Handhabung von Bildern, die sich die bundesdeutsche Landschaftsplanungsszene in den letzten Jahren hierfür erarbeitet hat. Thomas Kirchhoff hat ja schon gesagt, das ist eine Tradition, die seit 1967 etwa besteht, in der man im Grunde versucht, das Landschaftsbild zu messbar zu machen. Und die beiden Grundmesskriterien dabei sind eben eine
Wertstufe, die Bedeutung für das Landschaftsbild kann man sich jetzt relativ wenig darunter vorstellen. Es geht also um naturraumtypische und also es geht um einen Erholungseignung im wesentlichen Sinne. Und dann eben um das Negativkriterium der Vorbelastung. So, und das führt dazu, das ist jetzt eine Tabelle aus dem bayerischen Winterlass, der sagt, baust du eine Windenergieanlage in einem Landschaft mit Wertstufe 1, dann zahlst du für die Windenergieanlage 24.000 Euro bei 200 Metern Masthöhe, 24.000 Euro Ablasszahlung, weil es passiert nichts Vernünftiges damit, jedenfalls nicht im Sinne einer schönen Landschaft, ja? Ablasszahlung an den Naturschutzfonds. Damit werden dann an irgendeiner anderen Stelle irgendwelche Biotope angelegt oder Umweltpädagogik betrieben, wie auch immer. Und wenn du in einem Wertstufe 4-Bereich bist, dann zahlst du 250.000 Euro. Und dieser Unterschied ist so groß, dass also auch nach Aussagen aus dem Bayerischen Umweltministerium damit gemeint ist, dass man in Wertstufe 4 schlichtweg aus wirtschaftlichen Gründen keine Windenergieanlage mehr entwickeln kann. Und es wurde dann beauftragt, im Bayerischen Ministerium ein Büro eine diesbezügliche Kartierung von Bayern anzustellen. Eine vergleichbare Kartierung gibt es auch auf einer anderen methodischen Grundlage für Baden-Württemberg. Und die sagt nun, wir haben also bestimmte Bereiche, die wir von vornherein Wertstufe 4 und so weiter zuordnen. Ich habe immerhin durch sozusagen Einspruchnahme im Ministerium es geschafft, dass diese Karte bisher nicht veröffentlicht worden ist, weil wir sehen einfach, dass durch eine solche Karte nicht nur die Windenergieentwicklung total ausgebremst wird, das geschieht in Bayern ja im Moment auf andere Art und Weise. Wir sehen aber vor allem auch, dass es zu einer völligen Fehlsteuerung kommt, weil es in vielen Bereichen, die hier Wertstufe 3 oder 4 haben, auch Initiativen, Genossenschaften gibt. Ich werde auch zum Schluss eine von denen vorstellen. Die sehe ich eben auch in solchen Regionen der Windenergie verschrieben haben, die Windenergieprojekte vorantreiben wollen, denen das natürlich dann also wirtschaftlich sozusagen das tatsächlich ausbedeutet. Es führt aber auch dazu, dass die Regionen überhaupt stigmatisiert werden. Ich habe das selber erlebt, wie dies hier von Vertretern des Landesumweltamtes vorgestellt wurde, vor Bürgermeistern und Regionalplanern. Was meinen Sie, was der Bürgermeister vom Lechfeld, das ist da so eine mit Wertstufe 1 bewertete Gegend, dann brachte der auch noch, der Kollege da aus dem Landesumweltamt brachte auch noch Bilder davon und zeigte, also wie hässlich es im Lechfeld ist, dann können wir doch jetzt auch noch die Windenergieanlage reinstellen. Da hat der Bürgermeister von Lechfeld gesagt, ja, was ist das denn jetzt? Erstens ist es bei uns gar nicht so hässlich, auch wenn es nicht deinen Bilderbuchvorstellungen entspricht. Ja? Zweitens leben da eine ganze Menge Menschen, die auch Anspruch auf eine schöne Landschaft haben. Und drittens, wenn ihr schon Geld einsammelt zum Thema schöne Landschaft, also Ausgleichszahlungen, Kompensationszahlungen für Windenergie, dann brauchen doch wir die und nicht die, die eh schon Wertstufe 4 haben. Also das führt zu einer echten Fehlsteuerung und es führt eben auch, und das ist aus meiner Sicht das größte Problem, zu einer Überlastung von Alltagslandschaften. Das heißt, je mehr wir aus diesen schönen Bildern heraus die Windenergieanlagen fernhalten, umso näher rücken sie den Siedlungen. Das ist einfach in Deutschland ein völlig logischer Schluss und auch die derzeitig gängige Praxis. So, dafür kann ich jetzt aber zu dem, was Thomas Kirchhoff gesagt hat, weil er eine Einführung über die verschiedenen Ästhetiken von Landschaft gemacht hat, im Grunde über diesen Punkt hinweggehen, will aber nur Folgendes zeigen. Also ich gehe eben auch von einem Begriff aus, der sagt, es geht um bei der Ästhetik nicht darum, ein schönes, wie ein Gemälde, ein Bild zu entwerfen, ja, um dass ich dann noch irgendwo in der Landschaft so einen Rahmen drumherum stellen kann. Landschaftsästhetik meint vielmehr die Lesbarkeit, die sinnliche Wahrnehmbarkeit von einem gelingenden Verhältnis von Natur und Kultur. Das ist das, was zumindest je abseits sozusagen der großen unberührten Naturlandschaften oder der historischen Kulturlandschaften, die dann irgendwie doch Arkadien ähneln. Thomas Kirchhoff hat ja auch nur Bilder aus Parks zeigen können. Arkadien haben wir ansonsten in Deutschland nicht mehr so oft, sonst hätte er ja wahrscheinlich auch ein Bild mitgebracht davon. Da stimme ich ihm ja auch völlig zu, eben tatsächlich eine andere Kategorie von Ästhetik auch noch hier zu berücksichtigen. Und bei der geht es eben um dieses Gelingen. Und trotzdem gehört dazu, dass wir hier bestimmte konservative und bestimmte aufklärerische Ideale eben doch auch wieder vereinen in diesem Verhältnis zur Schönheit der Landschaft, indem wir nämlich durchaus fordern, dass es so etwas wie eine Harmonie geben muss. Also es braucht schon etwas Ganzheitliches in der ästhetischen Wahrnehmung. Sonst kann ich das und werde das nicht als eine gute Landschaft wahrnehmen. Ich werde es als Landschaft wahrnehmen, aber als eine, die kaputt ist oder die gestört ist. Aber in dem Moment, wo die Dinge zusammenpassen, werde ich sie als eine gute
Es kann auch nicht sein, dass ich in eine Landschaft gehe und sage, ich kann sehen, da hat der Bauer was davon gehabt, der verdient nämlich jetzt daran, dass das Windrad da steht und da war ein Bürgermeister, der war in der richtigen Partei und hat das Ganze befördert und der streitet sich mal mit dem Bürgermeister, der ist in einer anderen Partei und der macht das nicht und deswegen steht jetzt die Windenergieanlage genau am, an der Gemeindegrenze, ja. Sondern also ich kann nicht und genauso auch, ich kann nicht sagen, da stand eine Hecke und die untere Naturschutzbehörde hat gesagt, wie diese eine Hecke, die haben wir doch damals da gepflanzt und deswegen wird das Windrad, was 50 Kilometer weit zu sehen ist, jetzt mal eben um 50 Meter aus einer Linie heraus verschoben. Ja, also lauter diese Partikularinteressen, die sich da im Moment gerade in unseren Planungsprozessen im Grunde in der Landschaft dann nachher zeigen, die führen nicht zu einer schönen Landschaft, sondern was wir brauchen ist ein Bild, was also im Grunde diese Anordnung von Windenergieanlagen als ein gemeinschaftliches Projekt zeigt. Nur dann handelt es sich um so etwas wie eine schöne Landschaft. Also eine private, Partikularinteressen unterworfene, offenbar ablesbare Landschaft kann nicht zu einer schönen Landschaft werden. Wir brauchen außerdem die Überlieferung, deswegen habe ich ja gesagt, es gibt hier konservative und aufklärerische Momente in diesem Wunsch, im Grunde gelingende Landschaften hinzukriegen, die also sich auf die bestehenden, auf permanente Strukturen, also auch im Grunde historische Kontexte beziehen. Wir brauchen außerdem keine Landschaft, die nur monofunktional und homogen strukturiert ist, sondern wir brauchen eine Landschaft, die auch noch Möglichkeitsräume offen hält, in der man sehen kann, da geht außer Windrädern auch noch was anderes. Und wir brauchen eben trotzdem auch so etwas wie eine Identitätsbildung. Also wir brauchen charaktervolle Landschaften. Darauf will in Deutschland, glaube ich, niemand verzichten. Also wir wollen nicht überall die gleichen Landschaften haben. So, dann komme ich zur Konzeption. Das heißt für uns, dass wir, wenn wir jetzt die Windenergieanlagen als ein neues Element in die Landschaft sozusagen auf, nach diesen Gesetzmäßigkeiten oder nach diesen Kriterien integrieren wollen, dann müssen wir uns einerseits erst einmal genau ansehen, was ist die Struktur der gegebenen Landschaft? Welche Eigenschaften bringt das neue Element mit sich? Und diese dann eben versuchen auf eine intelligente Art und Weise miteinander zu verbinden. Und ich werde jetzt gleich zeigen, dass es sozusagen eine proportionale und auch eine kontextuelle Grundlage hat, was wir in, wie wir das betreiben wollen. Ich will aber auch nur noch vorher zu der Frage, die in der Diskussion kam, auch noch darauf hinweisen, dass es natürlich auch bei den Eigenschaften des neuen Elements darum geht, sich gut auszukennen mit dem, was Windhöfigkeit ist, sich gut auszukennen mit dem, was Netzanbindung und sonstige technische Aspekte dieses industriellen Elementes sind. Insofern bin ich da recht glücklich, in dieses Netzwerk, Windforschungsnetzwerk Süd, eingebunden zu sein, indem ich mit den Kollegen, die sich ansonsten mit Meteorologie, mit Statik, mit Strömungen, mit zerstörungsfreier Prüfung und so weiter, also Hardcore-Ingenieure sozusagen, die sich alle mit der Windenergie beschäftigen, mit denen hier in diesem Forschungsverbund zu sein, weil man tatsächlich nur auf diese Art und Weise mitkriegt, was technisch geht und auf welche Art und Weise eben dann auch Spielräume sich überhaupt entwickeln lassen. Die erste Schlussfolgerung daraus ist aber, das hatte ich ja vorhin bezüglich der Dimensionen gesagt, wir müssen, wenn wir die Windenergieanlagen in die bestehende Landschaft sozusagen integrieren wollen, sie als Teil dieser Landschaft und nicht mehr als Fremdkörper erscheinen lassen wollen, dann müssen wir uns bemühen, sie mit den großen Morphologien der Naturlandschaft, also mit dem Relief, tatsächlich in Beziehung zu setzen. Und das ist etwas, was in Deutschland tatsächlich leider überhaupt nicht geschieht, aber in anderen Ländern. Und dazu werde ich Ihnen jetzt also kurz zeigen, wie das in Frankreich, völlig selbstverständlich, in Schottland und in der Wallonie, also im französischen Teil von Belgien, geschieht. Und in Deutschland gibt es nur diese Veröffentlichung von mir zu diesem Thema. Also nur ein paar Einblicke in das, wie die Kollegen in Frankreich hier arbeiten. Da wird die Morphologie der Landschaft untersucht hinsichtlich der Frage, wie sie in der Lage ist, diese neuen Strukturelemente der Landschaft in sich aufzunehmen. Ja, also eine Ebene, das ist eine offizielle Handreichung des Ministeriums für französische Planer. In Deutschland unvorstellbar. Also wenn Sie mir sowas in Deutschland zeigen, ja, dann hätte ich jetzt fast gesagt, schmeiße ich meinen Job, weil dann bin ich sozusagen am Ziel angekommen. Aber tatsächlich ist da wieder dieser ganz deutliche Unterschied zu sehen, der sich darin zeigt, dass die Franzosen eben der Europäischen Landschaftskonvention nicht nur beigetreten sind, sondern auch folgen. Ja.
Also da, das heißt, hier geht es um diese, um im Grunde die, die Frage, wie kann ich zu bestehenden Landschaftsstrukturen proportional einfügen? An meiner Professur ist gerade erst vor wenigen Wochen diese Masterarbeit abgegeben worden, die sich genau mit dieser Frage auch nochmal beschäftigt hat, von der ich, die ich Ihnen nur ganz schnell zeigen möchte. Die Kollegin hat hier die Landschaftsstrukturen auf eine Art und Weise betrachtet, was also auch über die Windenergienutzung hinaus oder Windenergiefrage hinaus sehr, sehr zukunfts- oder sehr, sehr revolutionär oder sehr innovativ ist. Und zwar hat sie gesagt, wir schauen uns mal die klassischen Proportionslehren an. Die verwendet man in der Architektur, völlig selbstverständlich, im Städtebau und so weiter, aber in der Landschaft eigentlich nicht, obwohl ja viele dieser ursprünglichen Proportionen, die da verwendet werden, im Grunde sich aus natürlichen Proportionen ergeben oder dahergekommen sind. Ja, also nicht nur aus dem menschlichen Körper, sondern also so wie der goldene Schnitt und so weiter. Also das heißt also im Grunde, proportionale Grundbegriffe aus der Architekturtheorie übertragen nun einmal auf Strukturen in Landschaften, und sie hat das also hier an drei verschiedenen Landschaften in Bayern gemacht, also hier einmal in der Hallertau, und nur um zu zeigen, wie man also im Grunde auf die bestehenden Strukturen eingehen kann. Sie hat dann auf der Grundlage natürlich der Fragen, wo auch Windhöfigkeit ist, ausreichende, also welche Gebiete überhaupt in Frage kommen, allein aufgrund ihrer landschaftlichen Struktur. Dann eben einmal geschaut, wie, in welche einzelnen Module wiederkehrende Elemente der Landschaftsstruktur kann man eigentlich hier in so einer Charakterlandschaft herausarbeiten und wie kann man die in einen sinnfälligen Zusammenhang mit der Aufstellung von Windenergieanlagen bringen und wie kann man die nach Proportionsgesetzen dann so anordnen, dass eben ein ausgewogenes Verhältnis des Raumes immer noch entsteht und das hier also zum Beispiel im goldenen Schnitt erledigt. Also Sie können die Arbeit demnächst auch im Buchhandel, glaube ich, bekommen, weil die wirklich so etwas gibt es in Deutschland in der Landschaftsarchitektur-Theorie wirklich noch nicht. Zurück wieder zu den Franzosen. Ein anderer Aspekt neben diesem proportionalen Einfügen ist der des kontextuellen Einfügens. Es geht ja darum, also dass Landschaft im Grunde etwas ist, was ja aus den geschichtlichen Strukturen heraus für uns den eigentlichen Wert liefert, ohne den wir eigentlich nicht in der Lage sind, mit einer Landschaft auch eine persönliche Identität oder Identifikation aufzubauen. Und dazu gehören natürlich sehr viele kulturhistorische Elemente oder eben auch Monumente, Denkmäler, die die Franzosen hier zum Beispiel eben auch bezüglich der Verbindungen in der Landschaft, die diese Denkmäler untereinander aufnehmen, also Sichtachsen, Sichtverbindungen, Sichtkorridore, Freihalte, die also, das heißt nicht, dass die unbedingt freigehalten werden müssen, das heißt nicht, dass man die nach der abschichtenden Planung jetzt unbedingt sagen müsste, da dürfen jetzt keine Windenergieanlagen hin und dann kann ich da zwischen den Dingern noch durchgucken und sehe da hinten das Schlösschen noch, sondern man kann ja auch solche Linien durchaus auch wieder aufgreifen, man kann ja tatsächlich auch, wenn die Proportionen das zulassen, solche kontextuellen Bezüge auch erst wieder herstellen. Wir haben das also in einem Forschungsprojekt in Brandenburg vor einigen Jahren bei einer sehr großen ehemaligen Schießbahn, die also wirklich ein hervorragendes Landschaftselement ist im Süden von Berlin, mal durchaus erfolgreich auch durchgespielt, wie man mit Windenergieanlagen also alte Landschaftsstrukturen im Grunde wieder aufsetzen könnte. Und im Moment gerade spielt, deswegen, ich habe das jetzt nur mitgebracht, weil es ja nachher auch um den Denkmalschutz geht und im Zusammenhang mit der Windenergie. Ich werde aber nicht weiter darauf eingehen, weil mir die Zeit dazu nicht reicht. Ich will nur zeigen, dass in Bayern wir, man sieht das an dieser Karte hier, davon oder der bayerische Winterlass auch vorsieht, dass also Landschaftsästhetik ein zweites Mal aufscheint. Glücklicherweise, ich hatte ja die eine Tabelle vorhin, wo ich gezeigt hatte, dass man nur Ablasszahlungen nach bayerischem Winterlass vorzunehmen hat. Ja. Er hat dann Landschaftsästhetik doch glücklicherweise noch an einer anderen Stelle mit drin, nämlich im funktionalen Zusammenhang mit sogenannten landschaftsprägenden Denkmälern. Das sind also die ganzen barocken Wallfahrtskirchen und so. Und da geht es also darum, dass da bis in einen Raum von 15 Kilometer Entfernung im Grunde, es sind insgesamt 1500 kartierte solche sogenannten landschaftsprägenden Denkmäler in Bayern. Und da soll jetzt tatsächlich untersucht werden, wie das Verhältnis zwischen dem Denkmal und der Landschaft und diesen neuen Windenergieanlagen und der Landschaft und dann im Grunde alle, von allem drei zusammen sich darstellt. Und das kann man nicht ausmessen. Da haben wir jetzt glücklicherweise mal einen Bereich, ja, wo man sagen kann, wir können tatsächlich mit qualitativen Argumenten und landschaftsstrukturellen Bildern im Grunde dieser Frage in Ruhe nachgehen, ja, ohne dass man also immer gleich sagen muss, ja, das habe ich gemessen, das hat so und so viele Wertpunkte und kostet einfach so und so viel.
Das geht bei Denkmälern nicht und deswegen ist genau das ein Bereich, in dem ich jetzt auch seit 2 Jahren als Gutachter sehr, sehr viele Aufträge tatsächlich bearbeite, weil das sozusagen mein Hintertürchen ist, um über Landschaftsästhetik und Windenergieanlagen tatsächlich auch effektiv arbeiten zu können. Das ist nur ein Beispiel dazu. Ich kann das ja in der Diskussion, wenn das gewünscht ist, nochmal genauer erklären. So, dann kann ich über die Frage des Gemeinwillens, den ich ja vorhin schon genannt habe, eigentlich relativ schnell hinweggehen, will aber das auch nochmal anhand dieser Beispiele aus der Wallonie zeigen hier. Einfach, aber das hatte ich gerade schon erwähnt, ja, die sagen, es wirkt einfach ganz anders, wenn die Windenergieanlagen in ihrer Summe, in einer Windfarm, in ihrer Formation, wie ich das nenne, so etwas wie ein nachvollziehbares Gemeinschaftsprojekt darstellen, ja, und nicht im Grunde jedes einzelne Windrad aus lauter Einzelentscheidungen heraus eben platziert wird. Und wir können eben auch tatsächlich solche mit den Windenergieanlagen auch neue Landschaftsbilder im Grunde kreieren. Das ist also die Aufgabe, kann man sich in Deutschland nicht vorstellen. Also möchte ich sehen, wo so etwas von einem deutschen Ministerium im Grunde verlangt wird, von Landschaftsarchitekturbüros mit solchen Zeichnungen und Anleitungen ohne Ende. Also die können Sie übrigens alle im Internet runterladen, diese Dinge auch auf Deutsch, das Belgische und das Französische ist auch in der deutschen Übersetzung verfügbar. Also wäre ein schönes Vorbild für das, was in Deutschland eben nicht stattfindet. Und dann geht es eben hier dabei auch darum, nicht den einen von Fachleuten optimierten Entwurf dann zu zeigen, was die Verbindung von Windenergieanlagen und Landschaft angeht, sondern mit Szenarien zu arbeiten, beziehungsweise einfach mit konkurrierenden Entwürfen, wie in einem Wettbewerb eigentlich zu arbeiten und zu sagen, den Menschen also in der Beteiligung als Bürger nicht zuzumuten, dass sie die Windenergieanlagen selber in der Landschaft verteilen sollen. Das macht relativ wenig Sinn, weiß man ziemlich genau, was dann dort wieder für Partikularinteressen für eine Rolle spielt. Aber die Bürger über verschiedene Gute alle realisierbar, aus Gründen der Windhäufigkeit, aus Gründen der Landschaftsästhetik nachvollziehbare, aber eben verschiedene, mehrere Entwürfe, Bürger darüber beraten und entscheiden zu lassen. Das ist, glaube ich, der wirklich wichtige Weg. Und es ist eben tatsächlich so, dass wir solche verschiedenen Anordnungen darstellen können in den Landschaften. Ja. Ich habe hier nur ein paar Beispiele aus meinem Buch, in dem ich auf dieses Verfahren etwas genauer eingehe, mitgebracht. Ja. Zeigt dir aber einfach nur, an eigentlich einer so halb realen Landschaft, dass es meiner Meinung nach darum geht, für bestimmte Charakterlandschaften oder für alle, ja, also für jeweils bestimmte Charakterlandschaften, solche Anordnungsregeln im Grunde zu entwerfen, damit wir dann insgesamt so etwas wie ein Regelwerk haben, was für eine bestimmte Gegend eben dann gilt und insofern zweierlei leistet, nämlich einerseits diese Landschaft dann noch lesbar erhält, sie also zwar als in einer neuen Ästhetik erscheinen lässt, also sie sieht anders aus, aber wir können sie immer noch in Verbindung bringen mit der Landschaft, wie sie vorher war. Das heißt, wir können in der Art und Weise, wie die Windenergieanlagen darin stehen, einen Sinn erkennen. Schön, noch 5 Minuten. Das ist das Ziel. Es gibt also solche Formationen, wie ich sie genannt habe, tatsächlich. Es gibt sie einmal, da bin ich kürzlich drüber geflogen, das ist also im Baskenland nur eine Anordnung. Sowas haben wir natürlich hier aufgrund unserer Siedlungsdichte nicht ohne weiteres zur Verfügung. Wir sehen aber auch hier ein Beispiel aus einem Raumordnungsverfahren, das ich Landschaft mit dem Gutachten begleitet hatte, von dem im Moment noch 4 Anlagen, ich glaube, hier irgendwie übrig geblieben sind, ja, oder 3, die tatsächlich errichtet werden. Da war es also vorgesehen, im Grunde alle Anlagen im Alpenvorland, so im Lechgebiet, in einen einzigen Wald hineinzupacken, 50 Stück, eine Idee, die ich für ausgezeichnet gehalten habe und auch immer noch halte, die aber, da ging es darum, also zum Beispiel das Lechtal, was eine ganz wichtige Sichtachse in Richtung der Alpen ist, dann eben dafür Freiheiten zu können. Und das ist ein Wald, wo sowieso tatsächlich kaum jemand hineingeht, also einer der Wälder, die Thomas Kircher vorhin ja als sozusagen das eigentlich Unantastbare bezeichnet hat. Und genau das kann man natürlich so sehen. Ich glaube, dass das mit den Windrädern immer noch genauso funktioniert. Beziehungsweise ist es dann einfach eine Abwägungssache. Ja? Dieses aus meiner Sicht sehr deutsche und auch sehr städtische Ideal, von dem aus Thomas Kircher gesagt hat,
Wälder sollte man von Gelände freihalten, würde ich eben aus der Sicht derer, die vor Ort wohnen und denen dann die Städter sozusagen, weil da ist ja schon eine Vorbelastung da, dafür dann das Windrad vor die Tür stellen würden, als eben genau die Gebiete bezeichnet, die ideal dafür sind. Weil sie eben auch in der Lage sind, solche ansonsten verstreuten Anordnungen von Windenergieanlagen eben auch zusammenzuhalten in einem gemeinsamen Raum. So, das andere ist die berühmte Energieallee von Hermann Scheer, der also diese Vorstellung mal hatte, dass man im Grunde entlang der Autobahnen so etwas aus Windenergieanlagen so etwas wie eine Allee bauen kann. Und da war jetzt auch der Denkmalschutz, hier war ich auch an einem Gutachten beteiligt, weil der Denkmalschutz gesagt hat, hier hinten ist irgendwo eine Wallfahrtskirche und dann sehe ich hiervon ein Drittel, zwei Drittel, ein Drittel. Und dann ist also diese Wallfahrtskirche nicht mehr sichtbar oder es wird ihr sozusagen landschaftlich die Schau gestohlen. Und wir konnten das dann glücklicherweise widerlegen. Es hat dann allerdings mit 10H dazu geführt, dass es jetzt zu einer einseitigen Allee wird. Also so wie wenn man in Brandenburg irgendwie die Hälfte der Bäume weggenommen hätte, wegen der bösen, weil die Bäume immer die Autofahrer töten. Aber also hier ist aus dieser Idee immerhin noch die Hälfte übrig geblieben. Und mit so einer, als Landschaftsarchitekt kann ich mit einer einseitigen Allee auch noch leben. Ja, aber es geht aber darum, Windenergieanlagen wirklich nicht einfach nur so sinnlos in der Gegend herum aufzustellen und sinnfrei im Grunde in, sondern es geht tatsächlich darum, hier diese Anlagen so anzuordnen, dass sie einfach so etwas wie einen regionalen Sinn vermitteln und die landschaftlichen Strukturen eben aufgreifen. Was dann jeweils besser, die bessere Lösung ist, muss gesellschaftlich verhandelt werden. So, damit bin ich bei dem Punkt Eigenarten angekommen, den ich jetzt gar nicht weiter zeigen kann, weil ich ja nur noch 5 Minuten habe. Ich will nur dieses eine Projekt zeigen, in dem wir... Eine Minute hatten, eben noch 5 Minuten hatte. In dem, soll ich aufhören? Nein, bitte nicht, das ist gut. Ein Projekt zeigen, das wir hier in der Nähe, das ist die Wieskirche, roter Punkt, ja. Hier haben 62 Bauern, wirklich Bauern von vor Ort, ja. Kein Investor aus der Stadt, sondern die Bauern, die hier ihre Wiesen besitzen und die 5 Gemeinden. Vertreten fast alle politischen Parteien in Person der Bürgermeister und durch Wahlen zwischendrin alle einmal ausgetauscht. CSU, Freie Wähler, SPD. Ja. Und alle sind dabei geblieben, nur die UNESCO. Und wir haben dann also versucht, mit dem Gutachten zu zeigen, hier ist übrigens ein Berg dazwischen, man sieht die Anlagen von diesem Punkt aus nicht, aber von da draußen, wir mussten dann von da draußen Visualisierungen machen, kann ich Ihnen auch zeigen. Nee, habe ich doch nicht. hatte ich vorher schon dabei, das Bild. Also man würde die Anlagen in der Landschaft wahrnehmen. Und das war also genau dieses, die UNESCO, also die ICOMOS ist das Büro, was die UNESCO da sozusagen wissenschaftlich berät, sagt, nein, der Pfaffenwinkel, da ist der ganze Pfaffenwinkel muss freigehalten werden wegen der Wieskirche, weil das Environment, also sozusagen die Integrität des Zusammenhangs von Wieskirche und Landschaft sonst dadurch eben zerstört würde. Auf der anderen Seite ist die UNESCO einer der größten weltweiten Förderer der Windenergie. Wir haben aber das nicht nur bei der Wieskirche, wir haben es auch an 4 anderen Stellen, also unter anderem in Frankreich, in denen Windenergieanlagen durch Einspruch der UNESCO verhindert worden sind. Und unser Vorschlag war einfach, so schlau zu sein wie die Wieskirche. Kennt ihr jemanden überhaupt von Ihnen schon, oder? Ja, also die ist nämlich auf eine ganz bestimmte Art und Weise in die Landschaft eingeordnet. Die nutzt sehr geschickt. Die ist ja selber gar nicht schön. Ja, aber die genutzt eben sehr, sehr geschickt eine ganz bestimmte Positionierung in der Landschaft. Und wir wollen die ihr nicht streitig machen, um Gottes Willen. Ich würde niemals eine Windenergieanlage daneben stellen. Das wäre. Aber dieses Grundprinzip mit einem eigentlich fremden architektonischen Element in einer Landschaft, eine Verbindung mit der bestehenden Landschaft aufzunehmen, das können wir übernehmen, übertragen. Und wir haben dann hier eben vorgeschlagen, die Windenergieanlagen entlang der sogenannten Faltenmolasse, was also sich von den Jungmoränen, Hügeln hier deutlich unterscheidet, und zwar seit 250.000 Jahren eben anzuordnen. Es hat alles nichts genützt. So, also, ich wollte jetzt noch auf den landschaftlichen Dialog eingehen, das ist aber nochmal ein eigenes Thema, und will aber stattdessen aufhören mit nochmal einem Blick auf das, was Boris Palmer gesagt hat. Also, er hat recht, man kann Windenergieanlagen in der Landschaft nicht so anordnen, dass sich garantiert niemand stört. Aber eine klügere Planung kann aus meiner Sicht eben doch auch so etwas wie eine gesellschaftliche Übereinkunft erzeugen, in welchen Landschaften und in welchen
Anordnungen erneuerbarer Energien, insbesondere die Windenergieanlagen, tatsächlich ästhetisch sind, stiften. So, damit wäre ich auch durch. Dankeschön für die Aufmerksamkeit.